In diesem Filmbeitrag möchte ich euch unsere neuen Softbaits Kunstköder präsentieren. Die sind also richtig extra weich. Sie sind sinkend, also keine Pop-up. Haben wir eine richtige Auswahl getroffen. Also insgesamt, je nach Größe, je nach Farbe, ich glaube es gibt 4 oder 5 Farben, müsst ihr dann selbst mal nachschauen, gibt es die Easy Hook Pellets und die Easy Hook Boilies. Das ist schon mal die 2 Unterscheidungen. Ihr seht es, ich packe das mal hier schon mal so weit rein. Was ist da besonders? Das erste ist, sie sind UV-reaktiv. Das heißt, mit der Schwarzlichtlampe erkennt man, das zeigen wir dann nachher mal, dass sie richtig leuchten. Und zwar für den Fisch richtig leuchten unter Wasser. Der kann nämlich besser sehen als der Mensch. Das zweite ist, die sind hier so an der Kette verschweißt. Man braucht also kein Haar. Man kann sie am Haar fischen, selbstverständlich, also am Rapid Stop, am Baitband, die Pellets. Aber hier demonstriere ich das mal. Man kann sie, indem man hier das mit dem Fingernagel abzwickt oder man hat die Möglichkeit, das sauber abzuschneiden. Man legt sich seine Haarlänge, das ist nämlich das Fähnchen hier, selbst fest. Und die gehen natürlich super rein in den Haken. Und meistens kommen sie auch wieder so raus, wenn man einen Fisch fängt. Kleiner Tipp. Man kann sie auch in Kombination natürlich fischen. Mit Made, ohne Made. Man kann sie am 10 cm Vorfach im Matted Korb fischen. Als auch klassisch 80 cm. Und durch die Vielfalt, die wir haben, an großen Haken, an kleinen Haken. Und somit denke ich, wird das auf jeden Fall Bereicherung sein für den ambitionierten Match- und Fiederangler. Ich denke mal, coole Idee.